Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 5, der bisher meines Erachtens spannendsten Staffel dieses Spiels hier auf diesem Kanal. Ich weiß noch mal nicht, ob wir es überhaupt hinbekommen alles hier. Ob das hier überhaupt alles was wird, ich habe absolut keine Ahnung. Aber noch sind wir da. Noch sind wir da. So. Hier wird fröhlich geschneidert, das ist sehr gut, weil wir haben ja weiterhin ein Kälteproblem. Es ist Winter und es ist kalt. Gerade wenn wir dann eventuell demnächst auch noch so einen richtigen Kältesnap haben, also einen richtigen Kälteeinbruch, dann bekommen wir natürlich massive Probleme. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin uns einigermaßen vorbereitet haben. Apropos Vorbereitung auf den nächsten Angriff müssen wir uns natürlich auch vorbereiten. Und das tun wir mit ein paar Flammenwerfern. So hoffe ich. Ah, wir haben ein bisschen Metallschrott wieder gefunden. Das ist ganz gut. Dann können wir uns nochmal den einen oder anderen Speer bauen. Rita hat zumindest, wie gesagt, hier das Schienengewehr. Das ist sehr gut. Das wird uns helfen. Hoffe ich zumindest. Es gibt uns so einen kleinen Vorteil, was die Angriffe angeht. So, hier haben wir auch Sprit in Produktion, das ist gut. Sobald wir hier die Flammenwerfer erforscht haben, erforschen wir dann auch die Langstreckenreisen. Die benötigen wir natürlich auch. Ach, guck mal hier. Rita steht auch gerade am Forschungstisch, sodass wir die Flammenwerfer gleich erforscht haben. Und die setzen wir uns dann fröhlich hier hin. Ich hoffe mal, dass das soweit hinhaut. Ah, schön. Mehr Fallen. Mehr Fallen. Immer gut. Die Fallen, die bringen uns wirklich auch den klitzekleinen Vorteil, den wir brauchen. Katina hat Risiko eines Zusammenbruchs. Wie sieht's bei dir aus? Müsstest mal was essen, ne? Katina, komm, iss erstmal was. Iss erstmal den Getreidebrei. Ich bin da ja nicht so, ne? Ich bin ja jetzt auch kein Unmensch. Ich versuch's zumindest nicht zu sein. Größtenteils. Gut, hier unten drunter, unterm Dach, ist es zumindest relativ warm, ne? Hier kriegen wir es relativ gut hochgeheizt, das Ganze. So, sie macht hier direkt fröhlich weiter. Rita forscht auch noch. Rita hat natürlich bei 91% aufgehört, muss aber auch kochen. Das ist ja grundsätzlich richtig. Achso, ja. Hier, Stöcke haben wir auch ausreichend. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie sieht es jetzt aus? Hier haben wir jetzt eine Mütze haben wir jetzt hier drin. Jetzt gucken wir mal, wer hat denn hier jetzt die geringste minus 5, minus 1, 1 Grad, 1 Grad, 2 Grad, 0 Grad. Also, du entspannst gerade. Warte, du kannst dir gerne einmal die Mütze anziehen. So, dann bist du nämlich bei minus 2 Grad. Das ist auch schon mal sehr gut. Und du craftest auch direkt weiter. Das ist auch sinnvoll. Schön, schön, schön. Ihr ist kalt, aber sie baut erstmal einen Schneemann. So, wir haben jetzt hier den nächsten Angriff. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Der sollte aber einigermaßen zu bewerkstelligen sein. Wir könnten hier versuchen, ein wenig auszusortieren. Indem wir Rita und andere einmal mitnehmen. Racker fehlt allerdings einiges, ne? Der braucht Entspannung. Racker, komm mal her, mein Freund. Spiel du mal ein bisschen Dart. So, aber den Rest, den werden wir uns direkt mal hernehmen und hier hinsetzen und dann mal gucken, ob wir vielleicht so ein, zwei von den Käfern mal eben wegschießen können. Schauen wir mal, ob das einigermaßen hinhaut. 106 Tiere sind's.
Okay, Rita müsste jetzt gleich anfangen zu schießen. Tut sie nicht. Aber hier auf den kleinen. Ne, wobei, wir schießen mal auf den hier vorne. Auf den da. So, den hat sie sofort weggeschossen. Mal gucken, wer jetzt alles angreift. Es greifen 12 Viecher an. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Aber wir müssen mal gerade hier ein bisschen euch zurückziehen. Okay, gut. Könnt mal alle hier den Käfer angreifen, bitte. Sehr schön. Und jetzt einmal hier rein. Komm. Rinn hier. Dann können wir jetzt schon mal ein paar aussortieren. Das ist schon mal sehr gut. Sind zwar jetzt nicht viele, aber ein paar können wir hier einmal ein bisschen sortieren. Ne, dann können wir nämlich die Fallen hier auch wieder scharf stellen. Peter sollte sich mal hier hinstellen. Du stellst dich auch einmal hier hin. Und den letzten da, den schießen wir auch noch eben weg. Hier kommen alle hier raus. Sehr gut, das hatten wir auch. So, jetzt werden wir die Fallen hier erstmal wieder alle scharf stellen. Racke geht es noch immer nicht gut. Da muss man noch ein bisschen mehr entspannen. Aber da soll man da erstmal ein bisschen rumhängen von mir aus, das ist kein Problem. Wer blutet denn hier? Vicente blutet. Natürlich jetzt nicht so gut gewesen, ne? Aber naja, warte mal, wir müssen jetzt hier erstmal wieder die Fallen neu platzieren. Racke ist uns echt kurz vorm Zusammenbruch, ne? Hugo, geht's gut. Wenn ich dich jetzt freigebe, kann ich dir dann sagen, dass du die Fallen benutzen sollst? Ja. Dann soll Hugo jetzt erstmal die Fallen hier benutzen. Rita will schießen, auf was? Aha. Rita zieht sich jetzt hier einen Käfer nach dem anderen raus. Das ist sehr gut. Dann könnten wir ja euch schon mal alle hier reinstellen. Nicht wahr? So. Und Rita geht nochmal ein Stückchen hier vor. Taktik. Rita schießt auf den. Einmal drauf und dann hier hinten reinlaufen. Ich muss ihr wieder 10.000 Mal sagen, dass sie hinten reinlaufen soll. Und du kannst wieder schießen. Sehr schön. So, Rita schießt jetzt hier fröhlich erstmal weg. Das ist gut. Jawohl. Ach, schön. Der Angriff wird wohl auch ganz gut abgewehrt. Hugo, du kommst allerdings einmal nochmal mit hier nach vorne nach Möglichkeit. Beziehungsweise Hugo, du kannst einmal hier die Fallen nochmal benutzen. Hui. Okay, Rita muss ich auch mal hier ein Stückchen weiter hier hinstellen, würde ich sagen, ne? So, jetzt kann Rita nochmal hier nach vorne kommen. Wieder raus. Wieder ein paar Käfer herlocken. Wir sind nur noch bei 77. Das ist... Oh, okay. Sie greifen jetzt aber auch alle an. Okay, dann... alle übernehmen. Hugo allerdings kann gerne die Falle hier nochmal eben neu einstellen. Rita kommt auch mal nach hier hinten. Rita stellt sich einmal hier hin. So, und Racke. Oh, der muss auch natürlich ganz schnell hinten rein. Hugo, einmal hierher. Ihr drei auch einmal hier rum. Komm, 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 komm. Nicht stehen bleiben, Freunde, nicht stehen bleiben. Hugo,
Okay. Ich hasse es. Ich hasse es einfach so sehr, dass die immer wieder stehen bleiben, während sie angegriffen werden. So, du stehst wirklich hier rum. Du kannst dich mal hier hinstellen. So, das sieht aber relativ... Oh, nee, das sieht gar nicht so gut aus. Hier steht ja noch jemand. komm mal mit. Hugo, komm mit, komm mit. Laufen, 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 laufen. Genau so, genau so, genau so, genau so, genau so, genau so. Wunderbar, jetzt kommt ihr nochmal mit. Ah, das wird schon wieder ab. Einmal du noch. Und jetzt konzentrieren wir uns einmal auf die, auf diesen Käfer. Den hier. Den müsst ihr jetzt alle wegschießen. Und zwar so schnell wie möglich. Komm. Jawohl. Und direkt den noch hinterher. Sehr geil. Und den noch. Sehr schön. Und... diesen hier, diesen Explosion... Also auf jeden Fall, welcher hat denn den hier, würde ich sagen, ne? Oder der hier? Nehmen wir mal den. Schauen wir mal. Jawohl. 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 So muss es laufen. Genau so. Ach, herrlich. Ich bin froh, dass dieser Angriff jetzt wirklich ganz gut läuft. Da bin ich sehr froh drum. So, haben wir hier noch ein paar. Den hier müssen wir wegschießen. Sehr schön. Und dann schießen wir uns nochmal diesen hier weg. Der sollte nach Möglichkeit ja auch explodieren. So, jetzt müsste es eigentlich soweit sein, dass wir einfach durchlaufen lassen können. Ich meine, die sind natürlich alle jetzt ein bisschen verletzt, aber das ist nicht allzu schlimm. Wenn sie jetzt noch besser treffen würden, ne? Ich meine, war auch jetzt die ganze Zeit dunkel. Okay, wir haben nur noch einen einzigen Käfer. Das ist dieser hier. Sehr schön. Und wir geben euch alle frei. Ihr könnt euch gegenseitig einmal heilen. Vicente hat natürlich einen Zusammenbruch, ist klar. Irgendeiner muss immer zusammenbrechen, ne? Ist ja logisch. Aber Leute, das lief doch schon einmal etwas besser. Mit diesem Käfer-Potpourri hier. Da bin ich recht zufrieden mit. Sehr schön. So. Ihr heilt euch gegenseitig. Das ist gut. Kälte ist auch momentan nicht mehr allzu wild. Erste Hilfe haben wir soweit auch ausreichend. Das ist doch alles wunderbar. So, ich stelle die Geschwindigkeit jetzt wieder ein bisschen runter und nehme ein Schlückchen Kaffee. So, was hat denn Vicente? Du bist irgendwie krank. Infektion leicht. Gut, da haben wir Antibiotika für. Das ist kein Problem. So, die Flammenwerfer. Haben wir die jetzt fertig? Nein, die haben wir noch mal nicht fertig geforscht. Die müssen wir aber gleich fertig forschen. Ich lasse die jetzt alle erstmal liegen hier. Die sollen sich erstmal alle erholen. Das ist vollkommen in Ordnung. Die sollen sich alle erstmal ein bisschen entspannen. Damit wir nach Möglichkeit dann gleich wieder ein paar recht glückliche Survivor haben. Schön wäre es. Schön wäre es. Vicente ist bei Ernten. Okay. Demnächst steht natürlich jetzt auch noch, ja, eine eventuelle Vertragsverlängerung von Katina an. Steht hier irgendwo, wie lange sie noch kostenfrei hier bleibt? Nee, steht nicht da. Das wäre mal interessant, ob man das irgendwo herausfinden kann. Stellenangebot ist noch draußen. Das ist gut. Wir können uns hier einmal ein paar Käfer noch schlachten, und zwar die Explosiven. Die schlachten wir uns einmal. Kann Hugo auch direkt loslegen, würde ich sagen. Hugo schlachtet erstmal ein bisschen, damit wir ein bisschen mehr Fleisch da haben. 300 haben wir noch knapp.
Ja, demnächst verlassen uns ein, zwei Menschen wieder, ne? Wir können sie nicht auf Dauer halten. Dafür haben wir einfach nicht genug, was wir verkaufen können. Annette ist unbewaffnet. Du bekommst einen Kurzbogen in die Hand. Hugo schlachtet noch immer. Das ist gut. Hugo kann noch mal ein paar mehr schlachten, so. Wunderbar. Gut. Gut, den Angriff haben wir auch soweit überstanden. Sehr schön. Rita müsste dann gleich den Flammenwerfer erforschen. Hier haben wir auch die Katina, die ununterbrochen schneidert. Das ist auch sehr gut. Sie braucht zwar relativ lang, aber das ist kein Problem. Wir kommen einigermaßen hinterher, sodass wir nach und nach jetzt allen Leuten bessere Klamotten verpassen können, beziehungsweise wärmere Klamotten zumindest. So, jetzt sind wir hier gleich mit dem Flammenwerfer auch durch. Die werden wir dann sofort hier hinsetzen. Was kosten uns die Flammenwerfer? Die Flammenwerfer kosten, glaube ich, Schrott, ne? Haben wir dummerweise nicht. Schade ist das. Flammenwerfer kosten uns... Nein, Metalllegierung. Metalllegierung haben wir 147. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, also, das hier brechen wir ab. Das brechen wir auch ab. Und jenes brechen wir ebenso ab. Dann Verteidigung, Flammenwerfer. Den würde ich ganz gerne einmal... Wo stellen wir den am besten hin? Hier würde ich sagen, ne? Ja. Stellen wir mal so auf die Distanz. Abbrechen. Abbrechen. Flammenwerfer bauen. Dürfen wir nicht wegen der... Ja, das sollte so ganz gut gehen. Nehmen wir hier die Bäume, die Zäune einmal weg. Ach guck mal, den dürfen wir nicht abreißen, weil er nicht repariert ist. Interessant. Na gut. Ist aber auch in Ordnung. In Ordnung. Ja, wir bauen hier so ein bisschen um. Gucken wir mal, wie wir das alles so hinbekommen. Wir haben mal zumindest ausreichend Holz. Und dann werden wir hier die Zäune noch mal etwas höher platzieren. Dann stellen wir hier noch ein, zwei Türmchen hinten rein. Du weißt nicht, was du tun sollst? Ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann kannst du gerne einmal ein bisschen nähen. Rita ist ausgeschlafen. Die muss nicht mehr schlafen gerade. Hier wird das Essen schlecht? Was ist da denn los? Gibt's da wohl nicht. ...62%. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. So, dann müssen wir hier ein bisschen was abreißen, wie gesagt. Wir würden mal den noch abreißen. Und den hier können wir ja auch abreißen, ja. Dann setzen wir da mal ein, zwei Flammenwerfer nebeneinander. Wie gesagt, bei Flammenwerfern immer wichtig, dass die Tiere auch von hinten an die Flammenwerfer kommen, damit sie die nicht von vorne kaputt machen, damit sie außen rumlaufen. Das werden wir dann hier gleich auch bewerkstelligen. Schauen wir mal, ob das alles einigermaßen klappt. Annette. Nähe bitte diese Mütze. Wobei, ich hätte natürlich sie jetzt auch erstmal ein bisschen was essen lassen können oder entspannen können oder. So, auch nochmal gucken, ob wir für die Freizeit noch ein bisschen mehr machen können. Zum Beispiel eine weitere Dartscheibe wäre ganz sinnvoll, glaube ich. Wir können natürlich hier immer so dazwischen einfach die Dartscheiben setzen, ne? Ja, machen wir es einfach mal. Annette hat einen Zusammenbruch und frisst sich jetzt erstmal den Wanst voll. Heißt, sie wird gleich auch erstmal ein bisschen rohes... Oh, zwei! Zwei Leute! Guck mal! Na, das ist doch herrlich. Komm, entspann dich mal ein bisschen, Katina. Jawohl! Hat doch nicht geklappt. Hör auf, den Tisch zu treten. Hör auf, den Tisch zu treten. Du sollst aufhören, den Tisch zu treten. Hör auf. Aha, gut. Jetzt hat sie es gemacht. Siehst du, und jetzt essen sie alle wieder gemeinsam was Leckeres und schon ist wieder alles gut.
Wobei Rita gleich erstmal ein bisschen weiter kochen muss, ne? Nichts mehr da. Katrin hat auch eine Krankheit. So, dann gucken wir aber mal, ob wir vor dem... Also es ist noch immer recht kühl. Ja, es ist noch immer recht kühl. Heißt, wir müssen auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen... ein paar Klamotten brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber das sollten wir einigermaßen hinbekommen. Dass den Leuten nicht zu kalt wird über den Winter. Guck mal, wir haben zwei Hosen. Das ist gut. Ich würde sie jetzt auch erstmal selbst entscheiden lassen, was sie sich nehmen und was sie sich nicht nehmen. Denn ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil wenn ich jetzt wieder jemandem die Hosen anziehe, dann wird es letztens darauf hinauslaufen, dass sie die ganze Zeit nur Hosen craften. Aber es ist gut zu wissen, dass wir zwei Hosen im Lager haben. Schüchen wären nochmal ganz gut, ne? Machen wir hier jetzt gerade. Sehr schön. Hier wird auch ein bisschen erst... Ja. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Ich freue mich ein bisschen. Und wir werden jetzt zum Ende dieser Folge, werden wir uns hier nochmal so einen schönen Flammenwerfer hinsetzen. Und zwar so. Vertragsangebot Sora. Nein. Deine Dienste werden nicht benötigt. Also eigentlich schon, aber ich habe leider kein Geld. So, den Flammenwerfer, den bauen wir uns dann noch fertig. Hier müssen wir dann natürlich nochmal eben was drum rum basteln. Und zwar brauchen wir einmal... Wo bin ich denn? Achso, haben wir das noch gar nicht erforscht? Was? Was? Wir haben... Hä? Bin ich blind? Möbel, Lagerraum, Tierhaltung, Landwirtschaft, Camping? Hä? Ich bin gerade auf der Suche nach Gebäuden. Betonräume, Grundlagen des Bauens. Hier. Wir haben tatsächlich die Grundlagen des Bauens noch nicht. Na gut, war jetzt auch nicht Priorität, ne? Wir hatten halt andere Dinge zu tun, aber das könnten wir uns natürlich jetzt nochmal mitnehmen, ne? Nehmen wir den einmal raus. Grundlagen des Bauens, die brauchen wir auf jeden Fall. Sonst können wir nämlich den Flammenwerfer ja nicht vernünftig schützen. Ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier überhaupt so sinnvoll ist. Der wird halt häufiger mal kaputt gehen jetzt, ne? Vor allem kommen die Viecher dann direkt hier durch. Na gut, wir lassen das erstmal so. Vielleicht haut das ja einigermaßen hin. So, und dann würde ich hier nochmal ein Stückchen wegnehmen. Von dem Kladderadatsch, beziehungsweise hier müssen wir sowieso was wegnehmen, damit die hinten außen rumlaufen können, ne? Heißt, wir müssen die einmal abreißen. So, und dann stellen wir unsere Survivor, stellen wir hier hin, beziehungsweise mal gucken, ob wir hier, können wir hier so ein Türmchen hinsetzen? Das geht. Den können wir sogar hier hinsetzen. Setzen wir diesen also einfach mal hier hin. Und da stellen wir da ab und zu mal jemanden drauf. Am besten Rita, die kann dann nämlich um sich schießen. Mit ihrem Snipergewehr. Ja, so machen wir das. Mal gucken, wie der nächste Angriff aussieht. Der wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.